Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier zum Aufrichtigen Marsch Version 2.5. Ja, wir fahren jetzt auch Richtung Feld 1. So, ihr guckt, wo das schaut, ne? Und beginnen da auch mit der Aussaat mit Raps. Jetzt kurz überlegen. Fahren wir hier rüber. Durch die Halle durch. Nebenbei fahren wir noch ein bisschen Gülle zur BGH und Mist. Die hier in der Ecke ist, am Hof. Und dann werde ich mal gleich auf Feld Nummer 3 nach oben nehmen. Und hier auf 1 gehe ich auch. So, wenn der Zaun jetzt bestören sollte, irgendwie warum auch immer, würde ich jetzt sofort die Zaun entfernen. Wenn er stört. So, Kursgenerierung. Vorgegeben kalt. Machen wir hier scharf. Ja, also scharfe Ecken. Müsste funktionieren, müsste. Also 2. Tudurch beim Wenden leichter. Feld 1 natürlich. Nicht generieren. Sollte hier in der Ecke Probleme geben, müsste man den Zaun entfernen, theoretisch. Zurück. Und am ersten Wegpunkt, dann muss natürlich die Richtung gefahren werden bei uns. Ach, da holt sich unser Gäreste Fahrer, die Gäreste von der anderen BGH. Hoffen wir da ist, ne? Das klappt ja super, ne? Also lange probieren und lange ja. Hab auch mal getestet auf der Matchlock-Karte. Gestern zum Beispiel. Oder vorgestern sogar. Mit da nicht. Die muss ich einstellen. Ersten Wegpunkt. Einstellen. Das ist ja nur auf die L Crossplay-Version, die 0603. 018 und da wurden nur einige Fehler behoben, die wir noch gefunden haben. Und auch einiges wird verändert. Hier zum Beispiel Autoreifen, ne? Das wurde nach vorne gebracht. Das früher jünger Spur ist deaktiviert, das brauchen wir nicht. Hier kann man hier einiges einstellen. Anheben früh, spät absenken. Voll anheben. Früh absenken, spät anhängen. Okay. Was ist los? Wie geht denn los? Erst nächste. Guck, ich was blöd, weil er gerade da. Ups, down. Aber ich immer fährt kurz gegen und fährt er wieder zurück, ne? Also. Von daher soll es klappen, ne? So, ich wollte da drüben hin. Und nochmal gleich Proben nehmen auf Feld 1. Und da ist ja auch. Na, hier ist fleckig, okay, da kann man mit leben. Das ist hier Lehm. Lehm mit guter Ertrag. Und das ist sandiger Lehm, ne? Ja, das ist gute Erträge bringen. Man kann auch Folgendes machen. Theoretisch. Habe ich irgendwo gesehen, dass man auch Felder berechnen kann, wenn man die Werte hat. Ob der Ertrag hat er irgendwo ein Feld mit Discount, was wir nebenbei ermitteln könnten? Nö. Eigentlich dann, wenn man nur die Werte hat, dass man sagen kann, okay, die Potenzial haben wir, ne? Plus, Minus. So, das läuft. Auf Beginn Pulse. Ich wollte das überspringen zum anderen, zum Messgerät. Wo ist das? Auf Feld 14 da oben. Dann wollte ich hier nochmal messen. Ist eigentlich, ja, fürs Kalken ist gut, wenn fertig ist, ne? Ja, unsere Pappe. Ich hoffe, dass ich hinkriege, dass ich das entsprechend den Anhänger. Das hört sich besser, ne? Ja, die Ecken da, wo ich scharf gemacht habe, oder? Hat sich da automatisch auf Grund eingestellt oder weich. Kann sein. Nicht ganz so tragisch. Jetzt fahren wir jetzt wieder auf Feld 3. Dann machen wir die Probe hier auf, weil hier ein Fleck ist. So. So, gemessen. Und gleich mal
wieder einchecken, ne? Zepp, zepp. Aber heute hat erst mal überlegt, wo kriegt der Punkt im Einschalten, ne? Man muss auch lesen, ne? Ja, also, F1-Menü kann man oft einiges erkennen. Durchdrehen rein. Wo hat er? Das sind meine 39. Ja, tut mir leid, ne? Der Zaun muss weg. So. Ah. Da hat der Kollege den Zaun so am Feld gemacht, ne? Anders geht's ja gar nicht, hat er bestimmt. Das ist nur ein paar Zentimeter gewesen. So kann's arbeiten. Mal ganz kurz entlassen. Und wo hält er jetzt auch noch fest? Kann er nicht so denken. Können wir manuell machen, ne? Gibt den Wurf an. So, gut annehmen. Aufheben. Ah, das ist. Muss ich bei Gelegenheit mal breite Reifen anbauen lassen. Okay, das läuft. Relativ schnell. Plan, Faktor 50%. Ja, das geht nicht. Lustig, wie unerreichen. So, da wird die Aussaat gemacht. Ich wollte ja was messen, ne? Ja, so ist das so, ne? Wenn man glaubt, man hat Zeit, hat man keine Zeit, ne? Na gut, das ist ja auch so, ne? Mist, Gülle, Blocking. Warum? Wahrscheinlich ist, da steht da nicht, dann ist ja diese BGH voll. Mist. Dann könnten wir eigentlich beide entlassen. Dann lassen wir jetzt laufen. Jetzt haben wir die Folge Nummer 5. Da hat er aufgehört, ne? Können wir halt optimal düngen, ne? Hinterher mit Gärreste und gut ist. Natürlich, wenn wir Gärreste haben, das ist das Problem. Ne? Also, muss mal schauen hier mit BGH, ob wir da noch was ballen nehmen müssen. Ne? Da liegen wir aber wieder. So viel Arbeit auf einmal. Die messe ich jetzt nochmal, weil hier so die Flecken hier sind. Jo, wilder Fahrer. Ganz interessant. Dann messen wir gleich. Schickt mal gleich ein, damit ihr Bescheid weiß drüben. Sonst macht der in so einem Schuss ins Blaue, ne? Das ist ja auch nicht, ja. So. So fleckig, dass man eigentlich essen.
Punkt. Vorne mit bei, schauen wir gleich mal. Fleißig. Und schicken mal hier ein. Der Luftpost, ne? Was geht's ja von hier aus nicht. Ich müsste normalerweise erst. Das hat er alles gemacht. Okay. Feld 1 ist so ein großen Ganzen durch. Dann können wir jetzt beginnen mit Kalten. Also 3, 2, 15 und fertig. Unkraftbekämpfung würde wir erst machen, wenn das hier kein Druck, ne? Jetzt bringt das nichts. Weil die Saat nicht erfolgt ist. Also die Aussaat und kein Druck somit ist die nicht zurückgesetzt worden. Ne? Da können wir auch noch mal messen. Na, hier sind. Da fehlt ja auch noch 4 Punkte oder so. Zack. Jetzt haben wir Sommer. Könnte man auch neu machen, ne? Können wir liegen lassen. Und wollen das wegkriegeln, oder? Das Heu. Haben wir eigentlich genug normalerweise. Das ist. Ganz so viel fertig haben. Ja, nächstes Jahr will ich viele Felder kaufen. Natürlich muss erstmal das Geld dafür da sein. Aber ich denke mal, das werden wir hinkriegen. So, hier ist Leben, sandiger Leben, glaube ich, und sandiger Sand oder ja, lebender Sand, keine Ahnung. Aber hier schöne Blumen, ne? Verpflücken hier. Die Pflanze, für die Vase. Unkraut. Beziehungsweise Kräuter, ne? Das ist ja. Das ist immer eine Sache der Perspektive, ne? Der eine sagt, das ist eine schöne Pflanze. Und der andere sagt, das ist Mist. Ja, es kommt eine Konkurrenz für die Kulturpflanze und dann ist in dem Fall Unkraut, ne? Aber ich sag mal, in gewissem Maß, ein Gleichgewicht. Kann auch die Natur immer so, wenn ein paar Blumen dabei sind, wie jetzt mal Blumen so, nicht gerade von Schaden sein. Ne? Also kann vielleicht den Ertrag ein bisschen senken, aber wiederum ist es für Natur eine Bereicherung, ne? Für die Wildtiere, Schmetterlinge, die da brauchen als Nektar. So, Kalken wollte ich jetzt. Da müssen wir aber. Hier haben wir einen Kalkstreuer, einen großen, einen weißen. Und hier war ein Traktor dran gewesen mit einem Wasserfass, den können wir nehmen. Für Kalken können wir normalen, aber den werden wir vorher natürlich hier rausfahren. Den habe ich nur hier reingeschoben, weil er Platz brauchte, weil der eine unbedingt da langfahren wollte, der eine Kalkzubringer. Da habe ich noch verkehrt gemacht mit den ganzen Zuliefern von den Rohstoffen, ne? Das finde ich ganz sinnvoll, auch bei Kalk will ich es machen, weil die brauchen relativ viel Kalk und dann ist es ganz gut, wenn man hier vor Ort, das muss ich aber zukaufen, muss dazu sagen, ich habe das nicht alles auf Vorrat. Aber den Kalk müssen wir ausbringen mit dem dicken Reifen, bevor das Wachstum in der zweiten Stufe kommt. Ne? Fangen wir Feld Nummer 2 nicht. 2 wird gerade aufgesehen. Die 3 ist fertig. Und bei der 14 ist gerade noch die Reste dabei. Wir fahren mal kurz rüber. Feld Nummer 3. Das können wir hier mal ganz kurz demonstrieren, ne, am besten machen könnte, um den Punkt zu finden, wo er Holger das gemacht hat. Ja.
Er sucht ja den Kurs aus, wo er am besten hinkommt. Das ist ja dann halt der, ne? Ist halt so. Ich wäre jetzt anders gefahren, außen herum. Könnte sein, wenn da der Mischsteuer steht, dass es dann, wenn er rechts fährt. Er fährt nicht rechts, er fährt links. Das persönlich gefällt mir auch nicht, dass man da übers Lager fahren. Aber ich habe es mal so eingestellt. Ne? Also heutiger Sicht würde ich das sagen, okay, müsste ich anders machen. Ne? Also dass man geradeaus vorbeifährt als Grundkurs und dann die anderen Punkte halt anfließen. Ist dann immer günstig, wenn das im Wald irgendwo stehen bleibt, weil er Probleme macht. Also haben wir immer, dass er dann entsprechend die anderen weiterfahren können trotzdem. Ne? Das ist auch ungünstig. Also. So, ja, ein bisschen korrigiert. Ist perfekt war, andere Sache, aber so könnte das funktionieren. So, hier natürlich Modus freuen. Dann Kursgenerierung können wir machen. 3. Vorgewende machen wir 2. Die machen wir auch. Scharf. 7% können wir machen. Wir können aber nach 10 Meter Squash und mindestens 20 Meter können wir gut hinmachen hier dabei. Da deckt er genug ab. Mit dem Rad machen geht es auch. Ein bisschen schneller. 20 Meter, im Mausrad nämlich. Gut. Generierte Kurs. War er schon fertig. Einzig. Also, ich muss es normal machen, weil er fängt ja nun ungünstigerweise woanders an. Ne? Er soll hier anfangen, nicht im Kurs. Gut. Nochmal. Kursgenerierung. In diesem Punkt. Ne? Ja. Dann müsste er wieder zurückfahren, ob er ungünstig ist. Ne? So kann er hier gleich starten. So, angekommen, das ist gut. Dann machen wir kurz hier den Modus. Das ist dieser Modus, Feld 3. Beladen Kalk 1, glaube ich. Beladen Kalk 2 ist bei der anderen BGH. Habe ich extra so gemacht. Wir laden Kalk und hier müssen wir auch Kalk einstellen. Und ich glaube, das war letztes Mal auch noch so gewesen. Hier, ob das hier drin steht jetzt, weiß ich nicht. 20 Meter, alles breite, gerade gut hinzufügen. Dünger. Kalk. Es kann sein, dass es das notwendig ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und hier stellen wir ein. So, fahren wir nicht in den Graben rein. Weder Kurs bis weiter nach vorne wird besser gewesen. Ne? Dann könnt ihr geradeaus genau zufahren. So, jetzt kommt wieder der Messpunkt. Kalk. Es ist gelb. Und jetzt kommt Kurs 1 entgehen. Jetzt kommt 4 Rücken Abstand. Oh je. Also pH-Wert. pH-Wert. Nur 3,63 Tonnen. Ich hatte ja schon mal ausgemacht, glaube ich. Jetzt macht er halt den Wert für das andere Leben. Ne? Von Raps steht nichts. Aber der pH-Wert ist verbessert. So, Feld 4. Ja, das ist hier. Kann man es mal einstellen. Bodentyp, pH-Wert kann man erkennen. Gesamtkosten bis jetzt. Ne? Plus 40 Euro, na ja, gut. Gülle, das ist im Grunde Gärreste. Macht es ein bisschen besser für den Stickstoffgehalt. Also dann müssen wir weniger Mineraldünger anwenden. Ne? Und Kraftstoff und Verbrauch und KI-Hilfskräfte, na klar, loben und bezahlt werden. Und das geht schon. So. Der Kollege muss. Wieso er? Der ist fertig, okay. Lassen. Jetzt muss man überlegen, der muss nachher auf Feld 1 mal fahren, ne? Das ist perfekt grün geworden, muss ich sagen, ne? Hat aber nicht überall der erste Gegner. Das ist von der Berechnung her ideal. So, hier ist die Ausfahrt. Wir fahren da, wo Feld 1 Zufahrt ist.
Das ist genau hier vorne. Dann bleibe ich hier stehen. Erstmal. Kann er warten, ne? So. Und der macht eben ein paar Runden noch, das dauert noch eine Weile. Wenn man so sieht. Oh, Folge ist wieder. Ende erreicht. Zuschauer, das soll es auch schon für heute gerade gesehen. 20 Minuten. Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Mann, geht immer hier raus. Das war teuer. 85 Kilogramm. Ist der Wahnsinn. Tschüss. Ciao, ciao. Ja. Ein dickes Dankeschön für fleißig reinschalten, fleißig abonnieren, fleißig ja, liken. Mal oder eine oder andere macht's ja. Ist kein Flug, das ist nur eine schöne Anerkennung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.